Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, diesmal mit anderem Hintergrund. Das ist natürlich dem Umzug geschuldet. Ich musste mein Arbeitszimmer jetzt in mein Wohnzimmer verlegen, denn die Wohnung, in der ich jetzt eingezogen bin, beziehungsweise eingezogen bin. Ich habe erst einen Kaffee, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Hat nur zwei Zimmer und deshalb habe ich davon abgesehen, das Ganze, also meinen Arbeitsbereich mit ins Schlafzimmer zu packen, was ja auch einige machen. Ich möchte aber Schlafzimmer Schlafzimmer sein lassen und Arbeitszimmer bzw. Wohnzimmer wird dann einfach jetzt aktuell vereint. Es stehen auch noch hier und da ein paar Sachen rum und ja gut. Es wird wahrscheinlich auf kurz oder lang mehr Action im Hintergrund geben. Ein highly requested Video von euch waren meine oder sind meine Ziele für 2022. Ich habe angefangen im Dezember diese ja ein bisschen runterzuschreiben und mir welche zu überlegen. Ursprünglich war auch der Plan, dass ich dieses Jahr mein Depot auf 30.000 Euro bringe. Aktuell plus minus Wert von 18.000 Euro. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, 30.000 ist schon ein Ziel. Aber unter der Voraussetzung natürlich, dass jetzt nicht irgendwie die Märkte um 30% abschmieren, ja, weil sonst müsste ich ja die 30% ausgleichen plus noch die 12.000, die mir fehlen. Das wäre dann ein bisschen unrealistisch gewesen, also unter der Voraussetzung, dass alles so weiterläuft, in Anführungsstrichen wie bisher. Und davon muss ich mich tatsächlich erstmal verabschieden, denn gerade auch durch den Umzug sind natürlich einige Mehrkosten entstanden oder werden noch entstehen. Also ich habe noch einige Ausgaben, die ich jetzt noch tätigen muss und oder möchte, denn ich habe schon den Anspruch an die Wohnung, dadurch, dass ich ja auch sehr viel von zu Hause aus arbeite, dass ich mich hier einfach wohlfühle. Und da bin ich auch durchaus bereit, für diese Art der Lebensqualität ein paar Euro mehr zu zahlen und dafür dann auf, weiß ich nicht, ein paar Euro im Depot zu verzichten. Das sind ja dann auch Ausgaben, die ich jetzt einmal tätige und, weiß ich nicht, die jetzt nicht fortlaufend alle Jahre wieder anfallen. Zumindest ist das bisher der Plan. Und so haben sich meine Ziele ein bisschen umstrukturiert, unter anderem auch, weil mein Professor mir ja ein bisschen mit der Bachelorarbeit Beine gemacht hat und mich ja dazu motiviert hat, Ende Januar anzumelden, sodass die Abgabe ohne Verlängerung Ende April stattfindet. Er hat mir auch, weil er hatte ja, wir haben ja schon länger Kontakt und er kennt ja meinen Zeitplan und mein Vorgehen, dass ich eigentlich erst Theorie runterschreiben wollte, dann anmelden und dann nur noch in Anführungsstrichen den Praxisteil der Bachelorarbeit machen wollte, hat er mir ja jetzt ein bisschen zerschossen und dann hat er mir aber auch unbürokratisch Verlängerung zugesagt. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt in Anspruch nehmen, habe ich jetzt aber noch als Ass im Ärmel für den Fall, dass irgendwie gerade auch in der Praxisphase mit Fragebögen und so weiter. Man hat zu wenig Rücklauf, man muss sich noch irgendwie anders orientieren und so weiter und so weiter. Für den Fall habe ich noch ein Ass im Ärmel und ansonsten ist da erstmal Abgabe Ende April, sodass jetzt wirklich in der ersten Jahreshälfte Hauptaugenmerk auf der Bachelorarbeit liegt und weniger darauf, irgendwie Geld zu verdienen. Das gilt sowohl für den normalen Job als auch fürs Gewerbe. Das heißt, ich werde das alles ein bisschen runterfahren. Ich werde natürlich, klar, meine Sinking Funds weiter besparen und meine Cash-Reserven, soweit es geht, aufbauen. Aber dadurch, dass ich ja jetzt auch den Arbeitgeber wechsle, ich werde nicht Vollzeit arbeiten. Es wird definitiv weniger Geld reinkommen, was mit Sicherheit auf jeden Fall für die Fixkosten reicht, beziehungsweise für meine Ausgaben des täglichen Lebens. Aber gerade so 625 Euro in Aktien zu stecken, wird erstmal nicht möglich sein. Da konzentriere ich mich tatsächlich dann für die zweite Jahreshälfte drauf. Das ist so mein neu gestecktes Ziel. Ein weiteres Ziel, was sich Ende 2021 heraus oder notgedrungen herauskristallisiert hat oder sich gezeigt hat, dass es leider eins wird für 2022, hat tatsächlich mit meiner Gesundheit und mit meinem Rücken zu tun, denn ich habe arge Probleme mit dem Rücken. Das hat unter anderem die Ursache, dass ich wohl anscheinend eine Wirbelsäulenverkrümmung habe. Ich jetzt bei Orthopäde Nummer 2 gewesen bin, der mir dann ein Rezept für Schuheinlagen etc. aufgeschrieben hat. Das heißt, ich denke, weil ich auch hauptsächlich Probleme beim Gehen bekommen habe, dass die Einlagen da auf jeden Fall schon einiges machen. Zudem muss ich natürlich auch Übungen machen und Sport machen. Ich denke, da hat dann auch die lange Fitnessstudio-Pause ihren Beitrag geleistet, wo ich jetzt in Anführungsstrichen die Retourkutsche dafür kriege, dass ich teilweise ja gezwungenermaßen nichts gemacht habe. Und jetzt habe ich den Salat, jetzt muss ich die Muskeln wieder aufbauen, jetzt muss ich auch mit den Einlagen natürlich ein bisschen gegensteuern. Und ich hoffe, dass auch das im Laufe des
des Jahres sich wieder ergibt, dass ich da wieder keine Probleme habe und dann auch wieder schmerzfrei bin. Und was meine gewerblichen Einnahmen angeht, bin ich ja eigentlich immer noch bei dem Standpunkt, dass ich da eigentlich jeden Monat nicht fest mit rechne. Was schön wäre, wenn tatsächlich jeden Monat 1000 Euro netto hängen bleiben würden bei mir. Aber das hängt ja natürlich auch davon ab, wie viel ich dafür tue. Und gerade wenn ich in der ersten Jahreshälfte nicht so viel dafür tue, kann ich mir vorstellen, dass ich da gegebenenfalls das Ziel verliere. Das wäre dann auch eher was für die zweite Jahreshälfte. Also ihr merkt, der Hauptaugenmerk momentan liegt einfach woanders, dass ich diese eine große Baustelle endlich mal abgefrühstückt bekomme. Und danach schaue ich dann mal, was ist möglich, wie lange dauert das, unter welchen Voraussetzungen starte ich dann. Denn angenommen, ich fange dann ab Sommer in meinem Studiumsjob eine Stelle an, die dann auch gegebenenfalls vielleicht sogar noch besser bezahlt ist. Dann habe ich ja natürlich auch schon wieder ganz andere Voraussetzungen. Das heißt, ich kann mir dann auch wieder andere Ziele setzen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Depot bis Ende des Jahres auf, sagen wir mal, 25.000 Euro bringen und ich verdiene dann jeden Monat, ich weiß nicht, ich überspitze das jetzt mal, 4.000 Euro netto und kann jeden Monat 2.000 Euro in Aktien stecken, dann kann ich mir ja durchaus schon wieder neue Ziele stecken. Also ich denke, Mitte des Jahres, gerade wenn der Bachelor fertig ist, werde ich da dann nochmal ein Update für die Ziele drehen, dass einfach auch ich für mich selber das nochmal neu reflektiere, was ist möglich und was ist gegebenenfalls für den Rest des Jahres gar nicht mehr möglich. Ich bin grundsätzlich der Meinung oder ich unterstütze die These, dass man sich große Ziele setzen soll, denn gerade wenn man sie oder trotz, dass man sie gegebenenfalls verfehlt, hat man ja mehr erreicht, als wenn man sich irgendwie ein kleines Ziel gesteckt hätte. Das unterstütze ich komplett. Ich weiß aber nicht, wie ich zum Beispiel selber darauf reagiere, wenn das mehrere Jahre so läuft. Also ich habe mehrere Jahre mir große Ziele gesteckt und ich verfehle eins nach dem anderen. Ich weiß nicht, ob mir das dann irgendwie auf meine Motivation drückt oder ob sich dann irgendwann so ein, ach, das erreiche ich doch sowieso nicht, Einstellung breit macht. Und deswegen bin ich schon dafür, dass man sich große Ziele steckt. Ich finde aber, sie müssen noch realistisch sein. Also wenn ich mir jetzt ein Ziel stecke mit bis Ende des Jahres möchte ich ein Vermögen von 250.000 Euro haben, ist mit Sicherheit zu schaffen. Aber in meinem Fall glaube ich eher unrealistisch. Also ich denke oder ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Was habt ihr für Ziele dieses Jahr? Schreibt mir das sehr gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht kann ich mir da das ein oder andere noch abgucken, woran ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht habe. Denn ich bin wirklich, ich merke das selber, ich bin ein bisschen so im Tunnel, gerade auch jetzt durch den Umzug. Ich bin so, ja, mit dem Kopf durch die Wand ist eigentlich die falsche Aussage, aber ich habe so, okay, Umzug, okay, Bachelorarbeit. So. Und dann, wenn das erledigt ist, dann gucken wir weiter. Ich habe so ein bisschen so einen Tunnelblick. Und ich habe mit Sicherheit jetzt auch das ein oder andere vergessen. Deswegen werde ich das als Update nochmal Mitte des Jahres aufgreifen, wenn ich da wirklich den Haupt aus den Füßen habe. Und dann schauen wir mal weiter, was das Jahr noch so bringt. Ansonsten wünsche ich euch natürlich für den Fall, dass ihr das Video heute direkt schaut, einen schönen Restsonntag und oder einen restschönen Tag, falls ihr es an einem anderen Tag guckt. Falls ihr euch grundsätzlich für die Themen Geld verdienen, Geld sparen und natürlich auch Geld investieren interessiert, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ist ja schließlich auch gratis und ansonsten, egal ob mit oder ohne Abo, freue ich mich natürlich, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut!